Hallo und willkommen zurück bei Let's Play Watch Dogs. Ja, hier waren wir zuletzt stehen geblieben. Und da war es noch Nacht. Ohne unser Motorrad. Ich bin jetzt einfach mal hier hingeschnickt. So, und dann würde ich sagen, auch diese Mission werden wir jetzt einfach mal hier direkt losstarten. Hier zum Eiscreme-Auto. Na gut, los geht's. Eine Kugel Schoko, bitte. Hey, was ist das? Komm rum, dann siehst du's. Sag ich ja, ich bring die Jungs mit. Oh, Himmel. Ich dachte, du meinst den Sprengstoff. Dann hätte ich gesagt, ich bring die Mädels. Aber die habe ich ja auch. Jetzt brauche ich deine Hilfe. Ich habe gehofft, du könntest die Jungs irgendwie in eine Gangschießerei verwickeln. Ich habe ein paar offene Rechnungen und du schuldest mir was. Ich schulde dir gar nichts. Gib mir das Zeug, irgendwas, was ich tragen kann. Fein. Die zwei Sackratten sind noch übrig von einem Job für diesen Gabuner. Hättest sehen sollen, wie die mich ausschalten wollten. Ich fahre dieses Monster von Muscle Car, direkt aus den 70ern. Du weißt noch, als auffällige Verkehrsteilnehmer einfach nur Rowdies hießen. Dann los. Ja, also, diese Genies hier dachten, sie rammen mich mit so einer albernen, umweltfreundlichen Plastikkarre. Aber das Ding machte nur Ping! Und prallt in eine andere Karre. Hier, halt mal. Super. Danke. Das hier hätte ich für dich. Eine Haftbombe. Ja? Sie haftet. Cool, oder? Hm. Also die beiden Idioten sitzen im Auto und jammern und flennen. Total fertig und ich weiß nicht, ob ich sie auslachen oder anschreien soll. Irgendwann ziehe ich meine 45er und schieße ihnen ein paar Löcher in ihre Fettfressen. Also das habe ich. Du kannst das für mich erledigen? Niemals. Oder wir machen es so. Ja, genau so eine Art Proberunde. Was sagt ihr, Leute? Proberunde? John. Perfekt. Super. Ich brauche keine Proberunde. Nein, lass mich erstmal ein Stück weg. Fuck. So, Akt 2 ungeladen. Zerstören. Wo ist denn Jordi hin? Den Truck mit... Was? Haftende Sprengvorrichtungen. Rüsten Sie den Waffenrad aus, halten Sie G gedrückt, um zu zielen, lassen Sie es um zu werfen. Dem Waffenrad... Dem Waffenrad? Köder? Hä? Nee. Alter, dieses Steuer hier, sorry, nee. Die macht mich hier noch ganz verrückt. Steck die Knarre wieder weg, Mensch, das Kinder da. Den Truck zerstören, ja, Alter, das... Ah, mit dem, ah, ja, jetzt hab ich's. Hä? Ja, mal die Köder lasse ich mal drinnen. Oder? Nee. So zwei habe ich. Sie haftet, sie haftet, sie haftet. Ich gebe mir lieber ein Stück zurück. Am besten ist... Hier hinter die Mauer. Das hat hier ordentlich Rums gemacht. Was? Zur Herstellung? Achso, zur Herstellung Fähigkeit freischalten. Okay, wir haben wieder 8 Skillpunkte, Leute. Wartet mal. Fähigkeiten. Fahren? Nee, Hacken? Nee. Hergestellt hier. Die würde ich gerne, ja, das machen wir.
damit wir die herstellen können. Und dann habe ich immer noch 6er. Und mit den 6ern... Sprengpotenzial. Den Schaden, ja. Nehmen wir auch mit. So, Hacken. Was haben wir hier beim Hacken? Zusätzlichen Akku. Ne, was haben wir hier? Dampfleitungen, das haben wir auch noch nicht. Das nehmen wir mit. Habe ich das aber nie alles schon mal geskillt, einiges? Also ich bin der Meinung schon. Und der speichert das dann etwa nie. Ja. Der ist dann dahin. So, jetzt kann ich hier... das herstellen. Köder habe ich 10 vor 10. Dio-Scan. Lass uns erst freischalten zur Herstellung. Okay. Kann ich die Bomben herstellen? Ja. Aber ich würde gern dich auswählen. Nein, nicht die Knarre, Alter. Mach die Knarre wieder ein. Tschüss, Kinder. So, da wäre natürlich... oh, geil. Wow! Das kann ich gar nicht gebrauchen. Okay. Ich lege einen Hinterhalt und erledige ihn. Irak wird davon hören, wenn Bugs Ansehen steigt. Und dann gehört er mir. Aha. Nee, ach, das war der Gabelstapel, lol. Da muss ich hin. Ist verlassen. Die Überwachungskameras laufen sicher noch. So, gucken wir doch mal hier. Piers, hast dich gar nicht hochgejagt? Noch nicht. Ich will rauskriegen, wo die Jungs sich treffen, damit ich da ein paar Ostereier ablegen kann. Sprengfallen, geil. Bereiten Sie einen Hinterhalt voll. Alter, N57, willst du mich verarschen? Eine da? Eine da? Wieso sind hier so viele Punkte auf einmal? Verdammt, Alter, ich kann da gar nicht so viel. Ich springe ja alles ein bisschen in die Luft. Mehr kann ich nie herstellen. Natürlich angeschissen, ne? Ich habe noch Zeit. Das denkst du? Hier drinnen auch? Nee, ne? Nee. So, jetzt habe ich doch alles hier, oder nicht? Bombe, Bombe. Überall, wo so eine roten Dinger sind. Ich guck noch mal ganz kurz. Bombe. Hier. Bombe. Bombe.
Bombe und einen Aussichtspunkt finden. Da oben. Ich würde ja hier hochgehen wollen. Einen guten Aussichtspunkt suchen. Ja, ich hoffe, dass der hier gut ist. Da sind sie. Mach dich bereit, Bad Bug muss gleich hier sein, Mann. Mann, der Boss will seinen Cousin umnieten. Was geht dich das an? Wenn Bad Bug sich wehrt, würde Irek das nicht machen. Ja, dann sag das, Bad Bug. Vielleicht wehrt er sich gegen dich. Dann lebt wie und dein Arsch ist tot. Ich wollte ja nur sagen, der Bad Bug muss nicht sterben. Hm? Die Crew ausschalten, ne? Ich hau einfach mal alles in die Luft. Die Karre ist im Arsch. Ich glaube, einige leben noch. Da oben. Scheiße. Jetzt muss ich echt aufpassen. Kommt der jetzt hier hoch? Geh mal hier drüben gucken, damit ich das da sprengen kann, Leute. Da ja. Oder aber, wartet mal. Ah ne, kann ich nie. Oh oh. Da hinten. Scheiße.
Hä? Das ist ja jetzt komisch, ey. Das schaffe ich nie. Niemals. Bombe, die haut mich weg. Was war denn das auf EMA? Nee, Mist. Ich hab noch Zeit. Du hast keine Zeit mehr, Alter. Laber nicht sowas. Der steht so weit weg von der Bombe. Ja. Der da unten ist alleine. Geh davor, dann kriegst du die nächste Bombe rein. Ist der hier. So, der ist Schrott. Scheiße, es kommen ja echt noch mehr. Die gehen alle unten lang. Was vielleicht auch mein eine Rettung sein könnte, ne? Muss man mal dazu sagen. Aber jetzt bin ich echt da so ein bisschen spreng, so. Aber jetzt ist die Frage. Ja, der ist down. Aber der kann Verstärkung rufen. Also muss ich mir den hier unten am besten erst schnappen. Oh, der kommt hoch, der kommt hoch, der kommt. Der unten ist ja auch noch einer. Die können beide Verstärkung rufen, verdammte Axt. Da fünf Leute noch. Und
Und nirgendwo mehr Bomben. Jetzt muss ich mal. Wartet mal. Ich habe nur Splittergranaten. So, wieso ist denn eigentlich jetzt hier? Wartet mal ganz kurz, Leute. Nee, ist mir hier jetzt hier. Wie soll ich sagen? Musiklautstärke. Naja. Kein Bock, dass mir da jetzt die GEMA hier einen Strick draus dreht. Dass die hier irgendeinen Treffer wieder oder. Nicht die GEMA, was ist ich hier? Warte, wo ist denn das jetzt hier nochmal? Audiosprache, Musik. Ich setz das mal ganz kurz hier runter. So. Die sind jetzt da oben. Na, kriege ich den gesprengt? Ja. Oh, gleich beide. Da unten ist der eine? Wartet mal, eventuell den kann ich vielleicht mir schnappen. Kommen wieder neue Leute, das gibt's doch nicht. Da. Zwei Mann da unten. Der da. Ich hab die ganze Crew ausgeschalten. Muss ich jetzt irgendwie abhauen? Also ich. Denke schon, allerdings. Würde ich gerne mich vorher nochmal eindecken wollen. Welches Telefon? Der hat kein Telefon. Das, ach das ja. Huh. Hallo? Deine Freunde können gerade nicht ans Telefon. Sie sind tot. Hey, was? Hey, steht noch einer? Irgendwer? Komm schon, Mann! Der entkommt mir noch. Dann spricht er mit Iraq. Und Badbug wäre so gut wie tot. Ja. Wo kriege ich denn jetzt eine Karre, Alter? Da hinten. Zielperson entkommt. Ist ja ein bisschen lächerlich, oder? Da ist er, ich sehe ihn fahren. Euch. Wo ist er denn hin? Das ist jetzt aber schon ein bisschen, wie soll ich sagen? Fast, Alter, krass, scheiße. Fast assi gewesen. Weil, wie sollst du in dem so schnell hinterherkommen, wenn du kein Auto hast, ne? Also. Den irgendwie. Alter, dieses Autofahren immer, ey.
Was? Der schnickt durch? Das gibt's ja nicht, ey. Ich kriege schon noch keine Sorge. Volle Möhre ran. Oder auch nicht. Das jetzt. Kann doch nicht sein. Steig aus deiner Scheißkarre aus. Jetzt. Alter, geh mir echt nicht auf den Piss. Das ist nicht wert, ehrlich. Pack mal bitte deine Knarre wieder ein. So, jetzt müssen wir zu diesem Standort. Da. Was ist denn mit denen hier, Akare? Man denkt ja nur, das wären welche von dem, dass die entkommen sind, aber nein, dem ist nicht so. Wartet mal eben, ich schalte mal kurz wieder die Ingame-Musik an, ob dann... Ah, nicht laden, falsch gedrückt. Audiosprache, mach mal wieder auf... Halt, mal zurück. Hep. Also die Menüführung hier, Leute, die muss ich auch sagen, das ist eine halbe Krankheit hier, ne? Die Maus, du tust die immer antippen und flupp! Im Menü da... Rutsche sofort hin und her. Also die Intensivität ist doch etwas zu hoch. Also Platz hier. Karre qualmt schon. Oh. Zivilist getötet, entschuldige bitte. Bedbug den Ruf, den er immer schon haben wollte. Beschatten? Jetzt muss ich ihm Angst machen. Wenn ich... So, Leute, ein Satz mit X, das war wohl nix. Folgen Sie Bedbug, jetzt sollte man den beschatten. Dass ich jetzt... Ich dachte, ich soll es erreichen, stelle mich da direkt neben dem. Was so nicht geplant war. Es gibt doch nur noch Verrückte. Wo sind die Wichser? Hallo? Warum hast du aufgelegt? Was soll das? Mann, wer bist du? Einer, der mitspielt. Ich habe einen Job für dich. Aber der ist nicht für Tyrone. Der ist für Bedbug. Ich melde mich. Was soll das? Komm schon, Mann! Jemand ist hinter mir her. Pass auf! Alle sind tot! Du musst mich hier rausbringen! Du hast sie nicht alle, Mann. Hör dich mal an. Das sind Gespenster. Nein, wartet! Scheiße! Tja. Hacken Sie das Terminal und Bedbugs belastendes Material anzuzeigen. Gibt's hier Kameras, wo ich das durchaus machen könnte? Ja, Sensor und Irex Anteil. Nein, lass das! Mach dir keine Sorgen um den, sorg dich um mich. Nein, und dann scheint das von der. Was willst du? Dass du für mich Augen und Ohren bist, in Rossi Fremont. Nein, niemals, Mann. Irak bringt mich um. Was tut er, wenn ich ihm alles schicke, was ich habe? Willst du mehr sehen? Nein! Lösch den Scheiß, bitte! Wenn du schön mitspielst wie ein guter Junge, tu ich's. Ich melde mich.
sorg dich um mich? Nein, und anscheinend... Akt 2 ungeladen geschafft. Da haben wir den aber ganz schön eingeschüchtert jetzt, muss ich sagen. Der hat sich ja echt in die Hosen geschissen. So, Skillpunkt haben wir auch erhalten. Ich schau mal eben 2. Ne? Können wir nichts weiter machen mit den 2. So, vielleicht eventuell Pistolenexperte. Was haben wir dann hier? Scharfschütze. Das wäre auch nicht schlecht. Ja, wir machen das mit der Knarre jetzt hier. Aus dem Grund, dass wir dann hier der Reihe nach das freischalten. So. Das könnte dieser Rächerfutzi sein. Brumm, 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 brumm. Warum rufst du mich denn immer an, Mann? Wegen dir gehe ich noch drauf. Sag mir, wie man an der Rack rankommt. Du kommst nicht nah an ihn ran, Mann. Vergiss es einfach, er geht nie raus. Willst du das nochmal überdenken? Warte, die Auktion. Er wird bei Quinns Auktion sein. Was für eine Auktion? Privat. Nicht so eine normale Auktion, nur für geladene Gäste. Dann besorg mir eine Einladung. Für wen hältst du mich? Okay, okay. Ich melde mich. Sei bereit. So, zu einer Auktion, zu einer eBay-Auktion, oder was, oder wie? Wo müssen wir da hin? Hat er schon ein Ziel? Ne, hat er nicht. Jetzt hat er ein Ziel. Wie ist es gelaufen? Hast du einen Weg in Iraqs Gebäude gefunden? Ja, Bedbug ist an Bord und wartet auf meinen Anruf. Sprechen wir über die Zugangskarte, die Iraq trägt. Sie ist der einzige Weg in den Raum. Ist eine RFID-Karte. Wir können sie klonen, aber du musst sehr nah ran. Bedbug sagt, Iraq fährt zu einer Auktion. Das ist die Chance. Die Auktion, ja. Erinnerst du dich an Iraqs Aktenkoffer? Schwer zu vergessen. Damit hat er ihm den Kopf zertrümmert. Genau. Er sagte, da drin sei die Gästeliste. Du darfst mir jetzt danken, weil ich den Koffer verfolgt habe. Lass mich nachsehen. Du hast gut mitgedacht. Wenn wir den Koffer bekommen, findest du mir einen Namen auf der Liste? Einen, den ich borgen kann? Genau, was ich dachte. Ich schick dir den Standort des Koffers. Sehr schön. Jetzt gehen wir mal hier runter zu der nächsten Mission. Ich will jetzt wissen, wie ich diesen Iraq da treffe. Doch, das Leute. Na, ihr dürft raten. Seht ihr beim nächsten Mal. Macht's gut erstmal und tschüss.